Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge StarCraft 2 Legacy of the Void Replay Cast. Heute mal wieder in einem PvP auf der Map Dämmertürme und das Ganze in einem Ladder-Spiel. Und hier rechts oben gespawnt auf der Map ist der rote Protoss, es ist State. Und sein Kontrahent auf der anderen Seite ist der blaue Protoss. Es ist Grast oder was weiß ich. Vom Protestoni oder so. Ich kenne ihn nicht. State kennt man natürlich. Seinen Kontrahenten kenne ich zumindest nicht. Ich weiß nicht, ob es Leute gibt, die ihn kennen. Wahrscheinlich schon, denn er selbst wird sich ja sicherlich kennen. Aber naja, State fährt auf jeden Fall jetzt hier rüber mit seiner ersten Probe. Wird hier scouten nach dem Gateway, was da so kommt vom Gegner. Vom Gegner kommt tatsächlich ein Nexus First im PvP. Ist natürlich hochriskant, wenn da jetzt früher Adepten kommen oder gar Off-Gates. Dann sieht sehr, sehr schlecht aus, aber so kann er da vielleicht sogar was mit anfangen. Gateway kommt jetzt hinterher, Grast wird jetzt auch scouten, scoutet erstmal da nach, ob es eventuell tatsächlich die besagten Proxy Gates gibt. Und das soll auch hier passieren, da sollte ein Pfeil gesetzt werden. Wollte sich jetzt hier parallel noch umentscheiden, macht Sinn jetzt aber doch nicht. Ich weiß nicht, ob Grast das auf dem Stirn hat, er hat es natürlich nicht gesehen, er hat die Probe an sich wahrnehmen können. Aber ob er es auch wirklich dann gesehen hat, ist dann die andere Frage. Es kommt jetzt hier auf jeden Fall ein zweites Gateway dazu. Mal schauen, was es da so gibt. Wir sehen jetzt hier auf jeden Fall einen Kybernetik-Kern. Hier gibt es zwei weitere Gateways. Also es soll hier wirklich eine Aggression geben von State. Grast wird das möglicherweise jetzt noch nicht direkt sich denken können. Denn er wird jetzt erstmal scouten müssen, ob da eine Echse steht. Wenn die da nicht steht, dann muss er sich fragen, wo ist das ganze Geld hin? Denn dass State da ein bisschen mehr Geld hat, sollte offensichtlich sein. Aber hier steht tatsächlich keine Echse. Und jetzt muss er sich wirklich fragen, was ist denn hier wohl los? Mal schauen, schickt er da was rüber? Nein, aktuell noch nicht. Scoutet hier weiter, ob da vielleicht der Nexus genommen wurde. Aber auch nein, das ist nicht der Fall. Hier sind unbebaubare Ziegelsteine. Das ist ja mal sehr schön, dass wir das auch wissen. Und der Mothership Core fällt jetzt hier direkt rüber. Hier sind die beiden Gateways fertig geworden. Mal schauen, was es da gibt. Adepten oder Stalker. Eins von beiden wird jetzt hier vermutlich rüberkommen. Es werden tatsächlich die Stalker. Und von hinten kommt auch noch ein weiterer Stalker dazu. Okay. Das Ganze wurde jetzt, glaube ich, immer noch nicht von Grast gescoutet. Er hat zwar die Probe gefunden, allerdings noch nichts hier. Keine Verteidigung. Dennoch setzt er hier Chronoboost auf seine eigenen Einheiten. Ich denke, er hat inzwischen begriffen, dass hier irgendwas sehr, sehr Fischiges vor sich geht. Das sollte er wirklich begriffen haben. Wobei hier keine Pylonen an der Ram stehen. Jetzt lenkt hier State ihn sehr schön ab, zieht die Stalker hier nach unten, weil da der Adept ist. Und währenddessen kann hier die Main Army reinlaufen in die Main Basis von State. Es gibt zwei Pylonen, damit kann demnächst Photon Overcharge auf eben diese Pylonen gesetzt werden. Die Probes werden gezogen. Der Mothership Core ist auch damit von der Partie. Greift jetzt hier mit an. Die Probes versuchen hier den Surround hinzubekommen auf den Stalker. Das gelingt aktuell noch nie. Es werden keine weiteren Stalker hier gebaut. Und der Mothership Core geht down. Das ist natürlich ein herber Verlust. Damit bringen ihm die ganzen Pylons hier auch nichts. Grast greift hier weiter an. Schickt jetzt die Probes wieder zum Mine. Das braucht er auch unbedingt. Wir sehen jetzt hier das Mining sehr, sehr eingeschränkt. Aber sieht so aus, als hätte hier erstmal den Hauptpush verteidigt. Hat hier ordentlich was abgerissen an Pylonen. Wir sollten sehen, hier in den Resource Lost sind nochmal 600 mehr. 100 zu 675. Das ist schon ein deutlicher Unterschied. Allerdings ist hier Swap Gate durch. Mal schauen, ob hier noch eine zweite Welle kommen wird. Allerdings wird das hier echt haarig, denn hier sind vier Stalker, die erstmal schon mal direkt angreifen. Jetzt sind auch vier Stalker auf der anderen Seite, aber es ist schwierig. Es ist jetzt auf jeden Fall ein Force Field da. Das ist schon mal sehr, sehr gut für Grass, das ist eine gute Voraussetzung, das zu halten. Allerdings gibt es hier jetzt ein Doppel-Stargate auf der anderen Seite. Spricht eher für Phoenixes als für den Oracle, aber vielleicht gibt es doch eins vorweg. Wir werden es gleich sehen. Ja, noch gibt es gar nichts. Entschließt sich hier aktuell erstmal doch für den Phoenix. Das war zu erwarten. Der Observer scoutet jetzt hier, dass die Armee von State sich immer noch vor seiner Basis befindet. Und ja, Grast wird hier jetzt ein wenig nervös, denke ich. Baut hier weitere Gateways. Hat allerdings natürlich immer noch den Vorteil, dass seine Echse schon da ist, während hier schon Long Distance Mining betrieben wird von State, bevor hier der Nexus endlich
da ist. Und wir sehen es hier, es war schon ein deutlicher Unterschied. 500 Mineralien mehr wurden da immer eingesammelt. Es sind auch mehr Probes vorhanden auf der anderen Seite. Mal schauen, ob er das jetzt hier ins Late Game retten kann. 16 Probes sind hier auf den Minerals, 14 da. Beinahe schon optimal. Am liebsten würde er hier wahrscheinlich noch die Gasgasiere nehmen. Das wird dann auch vermutlich hinterherkommen. Jetzt gibt es allerdings erstmal einen Drop. 4 Stalker sind in diesem War Prisma, was er nicht verlieren sollte. Er fliegt hier jetzt schön hier über diesen Talarim-Friedhof oder was auch immer sein soll. Sieht währenddessen hier vorne natürlich immerhin weiter, wo sich die Armee befindet. Weiß er inzwischen eigentlich von den Gateways? Ja, das weiß er. Also könnte sich auch dazu entschließen, hier irgendwann drüber zu rennen. Macht er allerdings nicht. Ein Phönix, ein Halluzinierter, fliegt jetzt hier über die Basis und ich habe irgendwie es geschafft, die EAPM einzuschalten, was ich denn wollte. Und scoutet jetzt hier, was sich hier hinten befindet. Sieht, dass sich die Twilight Council dreht, gekronobustet wird. Da kommt Blink dazu. Das kann er natürlich nur erraten. Währenddessen versucht jetzt hier, da muss er aufpassen, nicht, dass die Vorfälle jetzt drin sind, aber parallel, oh, er fängt jetzt hier tatsächlich 2 Stalker, dafür stirbt allerdings auch eine Sentry. Das ist, glaube ich, sogar fast ein Trade, den man akzeptieren würde. Hier geht es allerdings drauf, mit den Phoenixes auf das Warp Prisma. Gestorben sind aktuell noch keine großartige Anzahl an Probes. Eine weitere ist down gegangen, warum auch immer wir das hier nicht angezeigt bekommen, weiß ich nicht. Geht jetzt hier weiter drauf. Sind alle geklärt. Alles ist hier gestorben, alle Einheiten. Und ob es das sich jetzt gelohnt hat, weiß ich nicht so richtig. Wir sehen es hier im Arbeiter-Count. Ist immer noch Grest vorne, aber der Unterschied war schon mal größer. Etwa weil er jetzt nicht mehr so viele braucht, wahrscheinlich auch. War zwar noch Constant Worker, aber so stark nach vorne bringt ihn das nicht mehr. Jetzt kommt die dritte dazu. Mit seinen Stalkern versucht er jetzt hier das Gateway, die Pylon und danach die beiden Gateways abzuräumen. Deshalb fliegen jetzt hier die Phönixe rein. Da stehen allerdings viele Kanonen. Es ist auch hier der Mothership Core direkt in der Nähe mit Photon Overcharge. Da wird natürlich das Harassment deutlich schwieriger und das sieht State jetzt hier genauso. Wird jetzt auch hier sehen, dass der dritte Nexus steht. Das wusste er allerdings schon, weil da seine Gateways ja immer noch stehen. State kommt jetzt hier auch mit dem dritten Nexus umher und es sieht jetzt so aus, als sollte sich hier wirklich ein Makro-Game entwickeln. Die beiden Stargates sind aktuell einfach nur untätig, denn die braucht er im Moment nicht. 2 Fortress kommen hier dazu, soll also jetzt Upgrades geben. Die Stalker machen sich jetzt auf, oben die Gateways zu klären. Währenddessen fliegen hier die Phönixe rein. Da ist der Mothership Core nicht in der Nähe, es ist nur eine Cannon, die drauf schießt. Dementsprechend gehen hier jetzt ein paar Arbeiter down. Wir sehen es jetzt hier, 7 Arbeiter wurden getötet von State. Davon waren allerdings schon einige vorher da. Blink ist jetzt durch bei dem blauen Protoss. Deshalb muss ich jetzt hier State wirklich ein bisschen in Vorsicht walten, denn er möchte hier sicherlich keine unnötigen Einheitsverluste hinnehmen müssen. Hier gibt es schon wieder Long-Distance-Mining von State. Und der Observer wird auch gesehen, allerdings nicht weiter angegriffen. Schade, das wäre natürlich gut gewesen. Immer wieder versuchen die Phönixe ein Loch zu finden, aber dieser Observer macht hier einen guten Job, zeigt immer, wo die gegnerische Armee sich gerade befindet. 2, 3 Probes gehen allerdings nochmal down, aber ein Phönix auch. Ah, das war sehr ärgerlich, den Phönix hätte er sicherlich nicht lieber gerettet, hätte er den. 4 weitere Gateways jetzt bei Grass. Sieht so aus, als wollte er jetzt hier langsam, aber sicher sich bereit machen, einen Push zu setzen. Auf der anderen Seite gibt es allerdings das +1er Attack Upgrade, es kommt auch das Zenith Charge Upgrade dazu und der Chrono boostet jetzt interessanterweise ein Stargate. Wahrscheinlich sollte genau der Ziegel des Zwielichts hier, die Twilight Council, Chrono boostet werden. Eine Halluzination von Grass sieht hier wiederum alles, bevor sie hier ins Nirvana verschwindet. 3 Phönixe fliegen hier wieder halb über die Map, sind inzwischen nur noch 3, ihre beiden Brüder sind schon von dannen gezogen in die große Leere. Dritte Basis ist jetzt saturiert auf beiden Seiten. Wir sehen hier fast gleiche Anzahl an Workern, 61 zu 62. 66 ist eigentlich das, was man dann am Ende haben möchte, glaube ich. 16, 32, 48 plus 6 Gasgasiere, ne? 48 plus 6 mal 3, 48 plus 18 sind wir bei 66, stimmt. Exakt, Mathe scheint noch zu funktionieren hier. Auch wenn es hier schon zu leicht später Stunde ist. Hier gibt es Disruptor auf der Seite. Es kommen immer weitere dazu.
Oh, und er nimmt hier noch einen Phoenix raus. Den zweiten bekommt er auch. Jetzt ist nur noch ein Phoenix übrig. Das ist nicht so gut. Und auf dieser Seite gibt es keinen einzigen Disruptor. Das sieht aktuell eigentlich nicht so stark aus für State. Im Supply sind allerdings beide noch ziemlich gleich. Im Worker Count auch. Grest jetzt hier mit ein paar mehr Workern. Aber ich denke, hier möchte auch State gerade nicht weitere bauen, denn seine Main ist schon leer. Wir sehen es hier, 9 von 8 Arbeitern, das ist eigentlich schon übersaturiert für die verbleibende Mineralienanzahl. Der vierte Nexus wird allerdings jetzt auch langsam fällig. Auf dieser Seite ist er schon da, auf der anderen nicht. Das könnte hier nochmal ein großer Unterschied werden. Es kommen jetzt hier Arkins dazu auf der Seite, was eher für einen Angriff schon mal spricht. Die blocken natürlich viel Schaden und teilen auch guten Flächenschaden aus. Da gab es eine Pause und ein bisschen koreanisch Gelaber. Jetzt geht es allerdings hier weiter. Ein Observer stirbt allerdings, weiß jetzt Grest hier auch, wie es weitergehen wird. Hat hier Pylone aufgestellt. Da kann er überall Photon Overcharge draufsetzen. Sehr, sehr schön gemacht. Außerdem ist er demnächst, oder zumindest in naher Zukunft, nicht mehr Supply blocked. 1-0 haben die Einheiten. 2-1 wird eher bei der verteidigenden Seite fertig werden. Also darauf wird natürlich State nicht warten können. Der erste Disruptor-Schutz. Shot sitzt hier ziemlich gut schon. Ein Arken ist so gut wie tot. 10 Energie nur noch, oder 10 Hitpoints. Die sind allerdings jetzt auch weg. Und deshalb ist jetzt der Arken leider Geschichte. Man wird nochmal umpositioniert, es kommen weitere Stalker dazu und ja, ich bin mal gespannt, wie State jetzt versucht, hier das Ganze zu brechen. Ha, das ist nicht so einfach. Die Armee von Grest müsste eigentlich auch größer sein, oder wie sehe ich das hier? 100, ja, wobei der Army, der Mineralienwert von State ist halt größer. Jetzt kommen hier die ersten Force Fields. Und es ist natürlich immer hier so eine Lotterieveranstaltung. Wie gut sitzen die Disruptor-Shots? Wie gut schafft es State, denen auszuweichen? Es kommen immer weitere Overshots dazu. Ein Disruptor-Hit sitzt hier gut in den Immortals. Die halten allerdings viel aus. Es kommen nochmal zwei weitere dazu. Die Immortals leben allerdings immer noch. Und jetzt sollten aktuell keine mehr da sein, keine Disruptor-Shots. Aber es sieht so aus, als könnte hier nochmal zurücktreiben. Der Mothership Core stirbt. Jetzt kommen die Tees allerdings dazu von State. Hier ist kein Observer in der Armee. Das heißt, er wird jetzt hier groß aufräumen können. Oh, oh. Wo ist denn der Observer? Muss immer einen Observer haben. Hier steht er. Zieh ihn doch mal einfach da hinzu. Das wäre wesentlich besser. Die halbe Armee stirbt jetzt hier, ohne dass ein Observer da ist. Es sieht so aus, als würde State hier einfach verlieren. Oder State einfach überrennen. So rum. Weil die Tees hier da waren und der Observer out of position stand. Jetzt ist der Observer endlich in Reichweite. Und ja, das hätte deutlich anders laufen können, wenn der Observer ein klein bisschen weiter rechts gestanden, links gestanden hätte. So wird es ein bisschen schwieriger für Grass, der allerdings jetzt hier ziemlich viele Mineralien hat. Die sollte er aber schnell ausgeben, dann ist nämlich seine Armee wieder größer. 2-2 gibt es bei beiden, keine weiteren Upgrades hinterher. Es fehlt allerdings immer noch die vierte hier auf Seiten von State. Das heißt, über kurz oder lang wird hier Grass das Spiel machen. Muss jetzt hier eigentlich der finale Schlag von State kommen oder entscheidet sich wirklich dazu, nochmal eine weitere Basis zu nehmen? Das Income sollte deutlich besser sein inzwischen bei Grass. Wir sehen es hier, 300 Mineralien mehr. Damit kann man schon was anfangen. Das ist immerhin, 3 Zellets sind das immerhin hier, die er konstant mehr reinwarpen könnte. Das macht sich ja auch im Supply bemerkbar. Die Frage ist, ob das hier im Kampf auch so sein wird. Charge hilft gut, die Einheiten kommen gut ran. Es ist nur noch ein Immortal, ein Arken übrig. Sehr schönes Blink-Micro hier. Aber es ist aktuell kein Flächenschaden mehr in dieser Armee. Aber in der auch so gut wie nicht, denn die allgemeine Vollkraft ist einfach höher. 3 Observer inzwischen auch dabei, er möchte nicht den Fehler machen und hier nochmal Einheiten gegen den dunklen Templer verlieren. Verständlicherweise. Ah, das wird... Das ist schon hier alles auf Messerschneide, aber je länger dieses Spiel geht, desto weiter vorne ist eigentlich Grass. Der hat hier auch einen Observer positioniert, weiß also, dass hier keine Echse ist, hier auch. Hier steht sogar ein War Prisma. Also über kurz oder lang sollte es hier der Win eigentlich für Grass sein. Und so war es auch. GG von State. Damit gewinnt hier der blaue Protoss. Und das einfach, weil er die Basis genommen hat und dann den Push verteidigen konnte. Sehr schön. Das war's für heute. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Und ich schaue auch beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts könnt ihr auf die nächste Folge klicken. Hier unten rechts auf ein anderes Projekt von mir. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.